Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. F1 2020 ist draußen, also das heißt, es ist noch nicht ganz draußen. Ich glaube, erscheint tut es dann am 10. Juli. Ich habe eine Vorab-Version bekommen, vielen Dank dafür. Und ja, jetzt freue ich mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten, ja, das endlich zu spielen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir machen My Team, das sieht man hier, neu starten etc. Und dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, hier im Solo-Player, wenn ich hier gucke, die Fahrerkarriere zu machen. Ich möchte eigentlich beides machen. My Team ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der Management-Teil. Man kann ein Team gründen und so weiter. Und das hier, das ist aber die Fahrerkarriere, da macht man die Rennen, allerdings ohne Story dieses Mal. Also das ist nicht wie bei 19, bei F1 2019, man müsste doch sagen können. F1 2019 war es. Da konnte man ja eine Story im Prinzip mitmachen. Okay, ich würde sagen, wir machen My Team neu starten und gucken, was dabei rauskommt. Zack. Aha, da haben wir. Willst du dich der Herausforderung stellen mit deinem neuen Team an der Formel? Ja, möchte ich. Im My Team Modus kannst du von ganz vorne anfangen, als elftes Team einsteigen und dein Team weiter aufbauen, um ein dauerhaftes Vermächtnis zu schaffen. Gerne. Gleichzeitig Besitzer und Fahrer zu sein, wird dich vor ganz spezielle Herausforderungen stellen. Du wirst sowohl auf als auch abseits der Strecke und hinter den Kulissen erfolgreich sein müssen. Willkommen bei My Team. Hier kannst du die Formel 1 nicht nur als Fahrer erleben, sondern auch als Besitzer eines brandneuen F1-Teams. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. Ja, dann lasst uns mal einen Charakter auswählen. Ich steuere das mit meinem Lenkrad, weil ich eigentlich schon hier fertig sitze, um dann Rennen zu fahren. ich guck mal. Das geht schon mal nicht, wenn ich hier den drücke. Aha. Heisenberg Zockt heißt der Fahrer. Ja, welch Zufall. Und wir sind Schweizer. Welch Zufall erneut. Was zum Geier ist HCB? Keine Ahnung. Achso, das ist die Nummer. Und HCB, genau, das ist die Abkürzung. Das habe ich schon eingestellt. Ja. Und Berg ist mein Rufname. Das war lag am nächsten bei Heisenberg Zockt. Wegen dem Berg halt. Charakter verwenden in Mehrspieler und Solo. Warum nicht? Ja, ich würde sagen, wählen wir aus. Weiter geht's mit ein paar wichtigen Details deines neuen Teams. Okay. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Wie möchtest du dein Team nennen? Ich möchte die... Da brauche ich, glaube ich, die Tastatur. Jetzt wird es hier ein bisschen schwierig. Los... Heisen, ich hätte mal die Tastatur ein bisschen näher rannehmen sollen. Los Heisenberg Os. Das ist ein A, ich brauche ein S. Los Heisenberg Os. Ne, das ist eigentlich Käse. Lasst uns genau, ich weiß was, Moment. Racing Heisenberg. So, das ist eigentlich besser. Das klingt ein bisschen seriöser, gefällt mir besser. Jetzt brauchen wir unbedingt ein festes Einkommen. Mhm. Also müssen wir uns einen Primärsponsor suchen. Ja, das machen wir doch glatt, ein Primärsponsor. Unser Primärsponsor wird dem Team im Voraus einen Vertragsabschlussbonus zahlen, den wir brauchen, um unsere ersten Investitionen zu finanzieren. Außerdem zahlen sie uns ein wertvolles wöchentliches Einkommen. Jeder Sponsor hat ein bestimmtes Ziel, das unser Team erreichen muss. Wenn wir das schaffen, erhalten wir von unserem Sponsor zusätzlich einen Zielbonus. Okay, man sieht, das ist im Prinzip ähnlich aufgebaut wie bei so Bundesliga-Managern etc. im Fußball. Also, was haben wir denn hier? Irgendwas, was ich nicht lesen kann. Schließe eine ganze Saison ab. Zielbonus 2,53. Hier hätten wir einen höheren Zielbonus. Da müssen wir auf der 10. Okay, hier Saison Konstrukteursweltmeisterschaft oder Konstrukteursmeisterschaftspunkte. Und hier schließe als Team während einer Saison zweimal unter den besten 10 ab. Gäbe 4,2. Das hier wäre das höchst dotierte. Da bekommen wir auch zusammen mit dem ersten am meisten an wöchentlichem Einkommen. Allerdings, das ist ja nur der Zielbonus. Unten, Unterzeichnungsbonus, sieht man, da wäre das hier wahrscheinlich das beste Geschäft. Ich mache mal das. Verdiene während einer Saison 15 Konstrukteursmeisterschaftspunkte. Das müsste auch zu schaffen sein. Und ein wöchentliches Einkommen haben wir von 241.000. Das ist auch das höchste hier, zusammen wieder mit dem ersten. Großartig. Gebonkt. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Ja, das ist wohl großartig. So, okay. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Da hast du recht. Wir hätten Honda für 2,3, 2,7 Renault, Mercedes mit 3,4 und Kollege Ferrari
4,1 Vertragskosten. Man sieht, die Performance ist hier am besten. Wir hätten die 4,1. Oder haben wir die nicht? Ich kann es ja mal kurz testen. Bitte wähle deinen Motorenhersteller. Du kannst inzwischen den Saisons ändern. Ach, das geht. Okay. Ja, zwischen den Saisons. Nicht in der Saison, aber danach wahrscheinlich oder davor. Ja, ich würde sagen, wir klotzen mal. Kriege ich das hier überhaupt? Mal gucken. Jawohl. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. 4,3 hatten wir. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Ja, hast du gesagt. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Ja. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ich weiß, Kollege. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Mir scheint, da ist noch ein kleiner Bug drin, weil wir sollen eigentlich den Teamkollegen auswählen. Bitte wähle einen Fahrer. Du kannst jedes Mal, wenn ein Vertrag abläuft, einen neuen Fahrer unter Vertrag nehmen. Dies geschieht alle 8 bis 11 Rennwochenenden. Genau, weil es ist eben so, wir sind ja eigentlich Rennstallbesitzer, fahren aber selber eben auch noch. Deswegen suchen wir uns jetzt einen zweiten Fahrer. Da könnte man jetzt denken, am besten einen, der es nicht so kann. Dann können wir ein bisschen glänzen. Aber vielleicht dem Rennstall wird es wahrscheinlich besser tun, wenn wir tatsächlich jemanden nehmen, der das auch ein bisschen beherrscht. Juan Manuel Correa, sind das? Ich glaube, das sind sogar F2-Fahrer. Ich kenne mich nicht wirklich aus in der Formel 2, aber ich glaube, das sind welche. Machen wir mal. Erfahrung hat der hier relativ gut. Der hat mehr Erfahrung als er hier. Ja gut, der kostet auch 1 Million. Der wäre hier am günstigsten. Sollen wir vielleicht beim zweiten Fahrer mal für den Moment noch sparen? Wir können ja einen anderen unter Vertrag nehmen. Später. Alle 8 bis 10 Rennwochenenden. Ich würde den mal nehmen. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motor. Okay, das müssen wir nochmal überarbeiten. So viele Motoren braucht kein Mensch. Ich kann es leider gar nicht abbrechen. Also, das haben wir. Einstellungen bestätigen. Unterzeichnungsbonus 4,3. Wir machen aber schon Minus, wie man sieht. Wegen den Vertragskosten des Teamkollegen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie per Bank oder so vielleicht aufgefangen wird. Nicht, dass wir jetzt schon pleite sind, bevor wir angefangen haben. Tut mir leid, Boss. Aha. Die Rechnung geht nicht auf. Okay, das geht nicht. Wir müssen entweder die Kosten für Motor oder Fahrer senken. Ein stärkerer und verlässlicherer Motor ist natürlich besser. Ja, diesen Motorenhersteller und diesen Teamkollegen können wir uns leisten. Okay, dann machen wir das so. Bist, kannst du bestätigen. Ja, ich hätte gern den Ferrari-Motor gehabt, aber okay, Mercedes ist ja auch nicht ohne. Also, wir bestätigen. Als nächstes wählen wir die Lackierung aus, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir weitere Namen hinzufügen. Mhm. Keine Sorge, im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. Okay, also das können wir jederzeit wieder ändern. Ich gehe trotzdem mal schnell gucken. Ui. Was kann man da machen? Wir bearbeiten mal. Lackierung. Okay. Uiuiuiui. Okay, da könnte man irgendwie vielleicht so ein schönes... Oh, Gold. So ein schönes Ferrari-Rot. Das würde auch zu Heisenberg passen. Unser Logo ist ja tatsächlich auch rot. Ja, ich muss sagen, oh, der sieht natürlich klasse aus. Ja, rot-schwarz. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Man kann das wahrscheinlich auch massiv noch verändern. Farblich etc. Das ist Michael Schumacher Teil, okay. Gesperrte Anpassungsartikel haben wir da oben noch. Auto verwendet, Mehrspieler. Achso, das ist nur für den Mehrspieler. Aber ich hätte gerne die Kiste hier. Kiste, sage ich schon. Wie despektierlich für so ein, ja, für die Königin der Rennen. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Gut, hätte ich gerne. Würde ich nehmen. Zurück wäre hier. Okay, haben wir. Umsehen. Aha. Okay, hier mal, das geht nicht. Sponsorensticker. Oh, die kann man auch noch aufmachen. Du kannst deine Sponsoren bearbeiten, wenn du dein Team fertig erstellt hast. Okay, Anpassungen findest du im Teambereich des Team-Headquarters. Okay, sehr gut. Zurück. Hammer, Lackierungsauswahl haben wir getroffen. Wie komme ich hier eins weiter? Muss ich da nochmal was machen? Auto verwendet, ja, ist ja okay. Ich gehe zurück. Ich komme dort nicht zum nächsten Punkt. Interessant. Okay, warum auch immer. Auswählen. Jetzt brauchen wir noch ein Abzeichen für unser Teamlogo. Mhm. Du kannst ein vorhandenes Abzeichen wählen und bearbeiten oder ein komplett neues erstellen. Ich hätte eins. Kriege ich das irgendwie hier rauf gedonnert? Teamabzeichen auswählen. Abzeichen verwendet in Mehrspieler und Superlizenz. Neu erstellen. Da haben wir die Logos da oben. Ui, ich hätte doch ein eigenes. Wie kriege ich denn mein eigenes hier rein? Bearbeiten. Müsste ich das nochmal erstellen?
Das ist natürlich schwierig, jetzt hier am PC, also ja, das andere habe ich auch am PC erstellt, aber das jetzt hier bei Formel 1 reinzukriegen, dürfte eher schwierig sein. Naja, wisst ihr was, wir nehmen einfach mal eins. Ich glaube, das können wir später tatsächlich auch noch ändern. Vielleicht kann man es ja wirklich irgendwie hochladen. Ich sehe es nur nicht, wo das wäre. Aber okay, was nehmen wir denn für den Moment? Was sieht windschnittig aus? Das hier. Oder hier den Helm. Sieht ein bisschen aus wie ein Helm. Hier wie so Windkanal-Dingens. Ich nehme mal das Teil. Gut, ein Kronleuchter. Nee, doch nicht. Fadenkreuz, okay. Hätte ich gerne. Und jetzt nochmal zurück bei dem hier. Müssen wir noch unsere Teamfarben auswählen. Du wirst diese Farben überall im Hauptquartier sehen und sogar auf der Kleidung unserer Mechaniker und der Boxencrew. Okay. Blau. Blau hat doch was. Finde ich stylisch. Hier ein bisschen zurück, damit die Sättigung ein bisschen nachlässt oder ein bisschen sättigender. Na, ich würde sagen so. Okay, gefällt mir. Das, nehmen wir an. Das wäre alles. Was wir hier festgelegt haben, kannst du später ja, ändern. Ja, okay. Und wir kommen am Anfang jeder Saison sowieso wieder hierher zurück. Mhm. Wenn du bereit bist, drücke weiter zum Team Hauptquartier. Und wir können anfangen, uns in der Formel 1 an die Spitze vorzukämpfen. Ja, das werden wir doch glatt tun. Also, Strecke auswählen, Saisonlänge auswählen, 22 Rennen, 16 Rennen, 10 Rennen. Ist das schon die Formel 1? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir starten als 11. Team, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt können wir hier im Prinzip aussuchen, welche Strecken. Okay, hier würde Australien zum Beispiel fehlen. Hier würde Aserbaidschan fehlen, wenn wir die 16 Rennen machen. Oder bei den 10 Rennen. Ja, da fehlen ein paar mehr. Ich würde sagen, wenn wir es machen. Oder wisst ihr, was halt die Überlegung natürlich ist? Wenn das ein bisschen längerwierig ist, von wegen, dass man noch Verträge etc. macht. Wenn wir jetzt eine Saison 22 Rennen haben und vielleicht drei Saisons brauchen, um hier in der Formel 1 Tritt zu fassen, dann dauert das natürlich eine Ewigkeit. Wenn wir nur 16 nehmen, nur 10, dann dauert es weniger lang. Das ist natürlich auch klar. Da wäre bereits das zweite Rennen wäre in Vietnam, die neue Strecke. Und das dritte Rennen wäre tatsächlich in den Niederlanden. Das ist auch eine neue Strecke. Das ist eine der beiden neuen Strecken, eben zusammen mit Vietnam. Ich mache mal 22. Ich glaube, das kann man später je nachdem auch noch ändern, weil ich möchte eigentlich schon irgendwie alle Strecken fahren. Oder nee, wisst ihr was, wir machen einen Kompromiss. Machen wir so, 16 Rennen. Okay, gut. Gameplay-Einstellung, das muss ich noch machen. Rückblenden und so weiter möchte ich. Park Ferme an. Das ist alles okay. Bei den Fahrhilfen machen wir es tatsächlich so. Bremsassistent, alles, im Prinzip alles aus. Außer die Traktionskontrolle, die möchte ich noch auf Mittel lassen. Ich habe es getestet. Ich kriege 5-6 Runden hin, das funktioniert. Aber dann habe ich einen kleinen Fehler drin, dann dreht es mich und dann ist das ganze Rennen vorbei. Das möchte ich verhindern in den Videos. Das mache ich wahrscheinlich im Multiplayer, wenn wir die Community-Rennen haben. Dort werde ich es mal testen. Aber hier, ich möchte die Rennen, wenn es irgendwie geht, beenden, weil ich setze das Auto auch nicht zurück, sondern wir fahren so, wie wir fahren. Wenn wir einen Unfall haben, haben wir einen Unfall, sind wir raus. Gut. Und Schaltgetriebe, das habe ich auch neu. Da muss ich jetzt gucken, wie das mit dem Sound dann ist. Wenn ihr natürlich die ganze Zeit Klong Klong hört, weil ich das mit den Flügeltasten hier mache, da muss ich gucken, wie ich das sonst hinkriege. Ansonsten würde das eigentlich soweit passen. Wir können hier nochmal zurück. Wochenendprogramm. Trainingsart würde ich nicht unbedingt ein komplettes Training machen. Kann ich das ändern? Profikarriere aktivieren, zurück. Ne, das ist alles vorgegeben. Qualify. Da kann ich was Kurzes machen. Da würde ich das Blitz Qualify. Okay. Einführungsrunde, nein. Renndistanz 25. KI auf 20. Ich weiß es natürlich, also bei Formel 1 2019 wäre das eine KI, da bist du zu Fuß schneller. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, wie das bei 2020 ist. Ich mache trotzdem mal. Wir haben am Schluss auf 90 die KI gehabt bei Formel 1 2019. Und da habe ich, glaube ich, den dritten Platz oder so noch erreicht. Ich mache mal 60. Das ist schwer. Ich denke, ja, das müsste ich halbwegs mit dem Vorwissen, was ich habe, aus 2019 hinkriegen. Gut, dann aktivieren wir das mal. Okay. Profikarriere-Einstellung aktivieren. Wenn du die Profikarriere aktivierst, werden Wochenendprogramm und Renneinstellungen verändert, sowie alle Fahrhilfen deaktiviert. Okay. Achso, nee, möchte ich nicht. Was? Moment, nochmal lesen. Wenn du Profikarriere aktivierst, werden Wochenendprogramm und Renneinstellungen. Okay, dann mach das. Spiel das. Nein, das möchte ich dann doch nicht. Ich dachte, okay, wir gehen zurück. Oder was mache ich denn jetzt hier, wenn ich das jetzt wüsste? Ja, zurückdrücken. Okay, und jetzt weiter.
Wie komme ich denn jetzt hier? Auswählen. Okay, einfach wieder auswählen. Um Gottes Willen. Fast hätte ich einen Fehler gemacht. Die Presse. Okay, Formel 1 Fahrer erhalten viel Aufmerksamkeit in den Medien. Dein Umgang mit der Presse kann sich auf mehrere Aspekte deiner Karriere auswirken. Interviews können abhängig von Vorkommnissen und deiner Leistung nach jeder Saison eines Rennwochenendes stattfinden. Wenn du Interviewfragen beantwortest, kann sich das auf die Moral deiner F&E-Abteilungen, die Motivation deines Teamkollegen und deine Anerkennung auswirken. Achte sorgfältig auf deine Antworten. Verweigerst du eine Antwort, kann das die Presse verärgern, was dazu führt, dass man dir in der Zukunft unangenehmere Fragen stellen wird. Oha. In My Team können deine Antworten, noch bevor du auf die Strecke rausfährst, Auswirkungen darauf haben, worauf dein Team ausgerichtet sein wird. Manche der Antworten im Interview zur Saisonvorbereitung treiben deine Forschung in einem bestimmten F&E-Bereich voran, also wähle mit Bedacht. Aha, okay, das hat sogar auf die Entwicklung da noch einen Einfluss. Der Mediencoaching-Bonus kann über den Vertragsbildschirm im Team Hauptquartier erworben werden. Dieser Bonus schaltet zusätzliche Antworten frei, die dich aus einer schwierigen Frage herausholen oder größere Auswirkungen auf deine Anerkennung oder dein Team haben können. 3 Stufen dieses Bonus können freigeschaltet werden. Interessant, okay. Aha, die Presse. Und los geht's in 5, 4, 3. Hallo zusammen und Grüße aus dem Hauptquartier des neuesten Teams in der Formel 1. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der möglicherweise aufsehenerregendsten Teilnahme in der Formel 1 seit vielen Jahren. In den letzten 10 Jahren gab es immer wieder viele neue Teams in der Formel 1, darunter Manor, Caterham, HRT und natürlich Haas. Einige davon waren erfolgreich, einige sind mit anderen Teams verschmolzen und manche sind komplett verschwunden. Was allerdings diesen Rennstall von den anderen unterscheidet, ist, dass der Besitzer auch selbst der Fahrer ist. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 zwar schon öfter. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill und Bruce McLaren saßen alle am Lenkrad ihrer eigenen Wagen, aber heutzutage ist so etwas wirklich extrem selten. Und eine weitere Besonderheit ist, dass nicht nur das Team zum ersten Mal in der Formel 1 an den Start geht, sondern auch sein Fahrer und Besitzer. Egal, was in dieser Saison passiert, sie haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Es ist allerdings eine Mammutaufgabe, ein Formel-1-Team zu leiten und auch dafür zu fahren. Fühlen Sie sich dem gewachsen? Leichte Aufgaben sind es nicht wert, bewältigt zu werden. Ich lebe für Herausforderungen wie diese. Läuft da eine Zeit ab? Nö. Es geht hier nicht nur um mich, sondern um mein Team. Es hat meine 100%ige Unterstützung und zusammen sind wir unaufhaltsam. Ich muss zugeben, es war bisher harte Arbeit und das wird auch so bleiben. Aber ich hätte diese Rolle nicht übernommen, wenn ich nicht an mich selbst und an mein Team glauben würde. Okay, was das für einen Einfluss hat, sieht man hier nicht. Das muss man herausfinden, indem man draufklickt. Ich würde sagen, irgendwie, ja, das wäre wohl der Mittelweg. Und das wäre halt ein Teamgedanke. Ich möchte eigentlich das nehmen. Das wäre so eine Art Teamplayer werden. Jedes Team braucht bekanntlich 2 Fahrer. Aber was genau hat Ihren Teamkollegen für Sie attraktiv gemacht? Er war der günstigste. Wir mussten ein bisschen aufs Budget achten. Man kann in den Statistiken sehen, wozu er fähig ist. Wir wollen den natürlich gut verkaufen, das ist klar. Ich wollte jemanden, der gut zum Team passt. Meine Nummer 2 versteht das und ich weiß die Gelegenheit zu schätzen. Das klingt schon mal nett. Es war nicht leicht, jemanden dazu zu bringen, bei einem brandneuen Team zu unterschreiben und ich bin froh, dass jemand das Risiko eingegangen ist. Naja, nein, die persönlichen Stärken passt zu unserem Team. Ich denke, das hier. Das klingt eigentlich vernünftig. Niemand landet gerne am unteren Ende der Tabelle. Nö. Welches Team würden Sie gerne schlagen? Ja, alle am besten. Alpha Tauri ist ein großartiges Team. Wir müssen uns gerne ein paar spannende Duelle mit ihnen liefern. Ich glaube, wir werden uns diese Saison ein paar knappe Rennen mit Williams liefern. Wir haben nichts als den größten Respekt vor Alfa Romeo Racing, aber auf der Strecke werden wir uns nicht zurückhalten. Haas wirkte letzte Saison sehr stark. Ich glaube, wir haben dasselbe gewisse Etwas. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen hier tatsächlich sozusagen ein anderes Team schon mal dissen. Wir können nicht einfach sagen, die sind alle gut. Was machen wir denn? Mit wem treten wir sozusagen in Konkurrenz wahrscheinlich? Machen wir mal Haas. Was glauben Sie, wie der Wagen sich auf der Strecke anfühlen wird? Eins unserer Hauptziele war es, dafür zu sorgen, dass der Wagen so gut wie möglich reagiert. Das wird uns in den Kurven einen Vorteil verschaffen.
Unsere Simulationsdaten sehen gut aus, aber genau werden wir das. Das Chassis ist unglaublich gut ausbalanciert. Wir haben uns stark darauf konzentriert, die Traktion am Kurvenausgang zu maximieren. Das klingt gut, weil ich nutze ja noch die Hälfte der Hilfe bei der Traktion. Ja, ich mach mal das. Aha, die Aero-Abteilung wird das bemerken, okay. Die anderen Teams haben alle jahrelange Erfahrung, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Wie planen Sie, diesen Vorsprung auszugleichen? Heutzutage sind die Motoren deutlich komplexer, aber bei dem ERS-System sind wir auf mehrere mögliche Neuerungen gekommen. Genau, das ERS-System ist ja neu. Es wird nicht leicht werden, nachdem dem ersten Rennen werden wir... Die Treibstofflast ist der Schlüssel für eine Reduzierung des Gesamtgewichts. Das ist wohl so. Die Treibstoffeffizienz unseres Triebwerks wird uns dabei helfen. Okay. Mit neuen Leuten und neuen Perspektiven kann man neue Lösungen finden und wir haben uns einzigartige Möglichkeiten, den Luftwiderstand zu reduzieren, einfallen lassen. Mach ich mal. Wieder die Aero-Abteilung. Überholen ist bei diesem Sport sehr wichtig. Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie mit Ihrem Wagen jede Chance, die sich Ihnen bietet, nutzen können? Ja, mit dem Fahrer. Wir haben einen unglaublich leichten Boliden konstruiert. Das hilft sowohl bei der Spitzengeschwindigkeit als auch in den Kurven. Zum Überholen braucht man Motorleistung, deshalb haben wir hart daran gearbeitet. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Wir haben einen sehr stromlinienförmigen Boliden konstruiert, weil das ist klar, das eine ist dann für den Motor natürlich, also für die Motorenabteilung gut etc. Was machen wir denn? Die Formel 1 ist nun mal kein einzelnes Rennen, sondern eine ganze Saison. Mit ausgiebigen Stresstests können wir Gridstrafen und Fehlfunktionen vermeiden. Mach das mal. Und zu guter Letzt, auf welche Ihrer neuen Abteilungen sind Sie am stolzesten? Na, auf alle. Unsere Triebwerksabteilung musste schnell von 0 auf 100 gehen. Okay. Dann haben wir die Strapazierfähigkeitsabteilung, die Aerodynamik, die Detailgenauigkeit. War für das ganze Team sehr inspirierend. Ich würde eigentlich gerne die Triebwerksabteilung loben. So, mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, Sie allen wiederzusehen und zu sehen, wie sich dieses neue Team bei seinem ersten Grand Prix schlagen wird. Und Schnitt. Cut. Jo, da haben wir unsere erste Pressekonferenz hinter uns. Ich hoffe, die sind halbwegs mit uns zufrieden. Tolles Interview, Boss. Du hast genau auf den Punkt gebracht, woran unser Team gearbeitet hat. Wenn du Zeit hast, solltest du dir den F&E-Baum ansehen, um unseren aktuellen Fortschritt zu überprüfen und nachzusehen, wo es unserer Meinung nach noch Raum für Verbesserungen gibt. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich einen Rundgang im Hauptquartier machen und dir den Zustand des Teams ansehen. Okay, der Stand der Dinge. Hier siehst du den Kontostand deines Teams, deine Sponsoren und so weiter, okay? Das sind hier deine Ressourcenpunkte, damit kannst du beim Team helfen. Das Auto, das gucken wir uns gleich mal alles in Ruhe an nachher. Dies ist die Anerkennung deines Teams. Wenn sie wächst, erhöhen sich auch deine Sponsorengelder. Okay, dann wären wir hier wohl. Im Hauptquartier sehe ich das richtig. Da haben wir links einen Kalender. 25. Februar, Dienstag. Danach käme dann wöchentliche ressourcenlaufende Kosten. Nächster Grand Prix wäre am 19. März. Das dauert ein Momentchen. Also, dann düsen wir hier mal rüber. Du kannst Einrichtungen begutachten und sehen, was sie bewirken. Du kannst auch Firmengelder in diese Einrichtungen investieren, um sie zu verbessern. Okay, ja, das ist natürlich krass. Wow. Da müssen wir ein bisschen aufs Geld achten, damit wir hier entsprechend eben wirklich investieren können. Das wäre schon nicht unwichtig. Forschung und Entwicklung. Für alle Formel 1-Teams ist es wichtig, dass sie ihre Boliden während der Saison weiterentwickeln. Okay, Forschung und Entwicklungsbildschirm. Hier kannst du verdiente Ressourcenpunkte in Fahrzeug-Upgrades dafür Abteilungen anlegen. Gelegentlich erhältst du auch Verbesserungen von deinem Motorenhersteller. Forschung und Entwicklung. Wenn du deine Einrichtungen verbesserst, wirst du in der Lage sein, mehr Upgrades. Okay. Ja. Ja. Gehen wir mal weiter. Ach, den kennen wir doch. Guck mal hier, den F&E-Baum. Den hatten wir bei 2019 schon. Ganz klar. Können wir denn schon was machen? Komme ich hier irgendwie rein? Keine Daten. Verlauf. Ja. Geht noch nicht. Was ist das da oben? Podiumpass öffnen. Nein, falsch. Ich suche gerade den Knopf. Da. Podiumpass. Spielerkarten. Übergang zur nächsten Podiumpass-Serie. Die Podiumpasse sind unter zwischen zwei Serien. Da kann ich darauf zugreifen. Eine neue Serie beginnt in. Okay. Ja, machen wir mal. Gehen wir wieder zurück. Fahrzeug. Aha, bestens ausgerüstet, alles im grünen Bereich. Ich würde einfach noch ganz gerne wissen, was ist das hier? Primärsponsor? Jawohl, Sekundärsponsor. Können wir den schon haben? Nein, leider nicht.
Die Rangliste, ja, da sieht man, das ist die aktuelle Formel 1. Nochmal zurück beim F- und E-Baum. Wie komme ich jetzt hier irgendwie dazu, dass ich da auch was teste? Zurück zur Übersicht, das geht schon mal nicht. Also, ja. Nein, falsch. So, hier nochmal zurück, wenn ich den richtigen Knopf verwische. Da, Fehlbaum ansehen, da haben wir es doch. Antriebsabteilung. Wie viele Punkte haben wir? Da oben, 1000 Stück. 30% Fehlschlagrate, da müsste man wahrscheinlich eben die Abteilung verbessern, damit diese Rate zurückgeht, nehme ich an. Ich würde das mal entwickeln hier. Oder wir können ja mal Empfehlungen, genau, eine Empfehlung. Machen wir. So, entwickeln bitte schön. Zack, danke. Jetzt haben wir noch 500. Ich lasse mir noch mal was empfehlen. Okay, wir haben dort noch die Möglichkeit Entwicklung schnell. Ich nehme an, dann ist es ein bisschen günstiger. Es dauert weniger lang, aber dafür ist wahrscheinlich die Fehleranfälligkeit entsprechend höher. Gut, hätten wir. Gehen wir mal zurück. Und gehen zum, genau, zur Übersicht zurück. Können wir hier sonst noch was machen in dem Sinne? Jawohl, wenn wir da oben gucken. Ne, haben wir jetzt alles gemacht. Saisonergebnisse, Trophäen, alles natürlich noch nicht wirklich interessant im Moment. Wir gehen mal weiter. Wow, okay, es rattert. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Okay, ich möchte mal kurz Autovorführung. Gerne doch. Ja, edel. Relativ cineastisch, würde ich sagen. Gefällt mir. Schönes Auto. Meins. So. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, das ist okay. Ich möchte mal hier zu den Aktivitäten. Es ist wichtig, dass die Zeit zwischen den Rennen optimal genutzt wird. Und genau darum geht es hier. Mit einer effizienten Zeiteinteilung kannst du die Leistung des Teams maximieren. Okay. Aktivitätenzeitleiste. Fahrer, Pressetor, Saisonvorbereitung. Ich würde sagen, das machen wir mal für den Moment noch automatisch. Das müsste eigentlich schon geklappt haben. Hier Fahrertrainingslager, wenn ich das hier auf Automatik mache, ja, dann bleibt's. Danach müsste dann doch eh dann langsam hier Kollege Rennen kommen. Das wäre schön. Nachrichten haben wir noch. Okay. Jawohl, bleib informiert. Der Duft eines Neuwagens. Karl, okay, der ist mit uns mitgekommen. Den hatten wir schon bei 2019. Und hier haben wir noch die Informatikabteilung, Systemzugriff. An das gesamte Team, vielen Dank für Ihre Geduld während der kürzlichen Unterbrechung. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Probleme mit dem internen Netzwerk gelöst wurden. Okay, das ist aber eine interne, von wegen, ja, da waren böse Leute offensichtlich unterwegs und wollten uns hacken. Gut, ich würde sagen, das haben wir alles. Dann können wir wieder zurück. So, hierhin. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge hoffe ich dann, dass wir mal zu einem Rennen kommen. Weil jetzt hatten wir einfach das ganze Management natürlich. Aber das ist halt tatsächlich, mein Team ist tatsächlich eben primär das Managen eines Rennstalls und nicht nur das Fahren. Das ist ganz klar. Mir gefällt es, ich finde es cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr ebenfalls. Dann macht's gut. Bis hoffentlich. Oh, guck mal, sie basteln gerade am Auto rum. Dann danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.